Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. Der Tag ist gekommen, an dem der Mais runter muss. Ich meine, wir haben jetzt wirklich lang gewartet, das LU war sehr beschäftigt, aber heute werde ich nochmal anrufen, weil wir hier irgendwie, ja, jetzt doch nochmal eine ganze Menge zu tun haben und ich den Moment nicht verpassen möchte, an dem es zu spät ist, deswegen rufe ich mal kurz durch. Oliver, Theo, zu euch muss ich auch gleich mal kurz, ne? Wir treffen uns kurz, aber ich muss mal kurz telefonieren. So, warten wir gerade. Lohnunternehmen Jansen, Jakobsen, schönen guten Morgen. Guten Tag, Herr Jakobsen. Meier ist hier. Ja, ich habe die letzten Tage schon mal angerufen. Manchmal habe ich keinen erreicht. Heute erreiche ich glücklicherweise mal jemanden. Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ich habe noch Mais, Kartoffeln und Rüben, die von den Feldern müssen. Ach ja, da war ja was. Da war was, ja. Also ich habe schon gehört, irgendwie, Herr Schmidt hat es schon gesagt, irgendwie sehr beschäftigt aktuell, viel zu tun. Wir müssen das aber heute irgendwie von den Feldern runterbekommen. Also, gibt's irgendeine Option, das irgendwie heute hinzubekommen? Ja, also ich bin nur gerade mit dem Eishexer noch am Saubermachen. Ich kann danach aber vorbeikommen und ich glaube, der Eder, der müsste mit den Zuckerrüben auch bald bei Ihnen vorbeikommen. Mit den Kartoffeln, das wird nichts. Der Vollernter, der ist uns heute Morgen kaputt gegangen. Wir kriegen erst morgen neuen Vorführer von Grimme. Also Kartoffeln wird erst morgen was. Sie wirken so entspannt irgendwie für die Umstände. Aber gut. Also nicht entspannt. Konzentriert, okay. Also Kartoffeln wären morgen dran. Okay, darauf würde ich mich einlassen. Morgen soll es wohl noch relativ gut werden. Bei dem Rest der Woche bin ich mir nicht so sicher, ob da nochmal die Sonne scheinen wird. Also Kartoffeln morgen, das ist aber gesetzt, ne? Das wird nicht verschoben. Ja. Gut. Grimme hat uns zugesichert, dass der morgen angeliefert wird. Okay, ja, dann hoffen wir mal auf Grimme. Rüben und Mais heute. Können wir irgendwie mithelfen. Also ich meine, ich habe zwei Mitarbeiter und ich selbst habe heute auch Zeit. Wir haben noch ein bisschen was, so Silage und sowas müssen wir noch machen, aber also Grassilage, aber das kann auch warten. Wenn wir das irgendwie beschleunigen können, wir sind gern dabei. Ja, also Hexer fahren können sie nicht, ne? Wenn sie sich damals an die Feldspritze erinnern können, das machen wir nicht. Sie können aber. Das hätte ich jetzt eigentlich angeboten, aber. Sie können aber selbst abfahren, das wäre kein Problem. Dass sie sich das so lange gemerkt haben. Also gut, dann fahre ich ab. Das Problem ist jetzt nur folgendes. Wir haben einen Ladewagen. Den können wir auch dazu nutzen. Wir könnten die Rüben auch abfahren. Das müssen wir dann irgendwie mit dem Güldner machen oder sowas. Könnte ein bisschen länger dauern, aber ich denke, das funktioniert auch irgendwie. Aber uns fehlt ein zweiter Ladewagen, wenn wir mit zwei Leuten abfahren würden, den Mais. Also ich verstehe, dass sie mir den Häcksler nicht geben wollen, aufgrund der Geschehnisse damals, aber haben sie noch einen Ladewagen für mich? Ja, am Hof, der Schwede, der Peter hat den Abgang, den können sie sich eigentlich anhängen. Der ist soweit eigentlich komplett sauber und ich hoffe auch, der kommt nachher sauber und kratzerfrei wieder zurück. Das hoffe ich auch. Gut. Dann lassen Sie uns nicht lang schnacken. Sie machen sich auf den Weg. Ich schicke meinen Mitarbeiter los und ich komme später auch vorbei. Dann können wir da nochmal schnell alles absprechen. Ja, das war ja Feld 10 und Zuckerrüben war Feld 9, das kleine direkt am Ort. Das ist richtig, ja. Wunderbar. Ja, wir sind auf dem Weg. Alles klar. Gut, ich danke Ihnen. Ach, Herr Meier. Ja. Ihre Rechnung, ne? Das Büro hat gesagt, Sie haben sie immer noch nicht bezahlt. Welche Rechnung? Was muss ich noch bezahlen? Die 4.500 Euro. Würde ich dann einfach hier mit der Rechnung zusammen überweisen, wenn es recht ist. Hoffen wir es mal, dass er dann noch. Ich kann's. Gut, ich mach's jetzt. Ich gehe mal gerade schnell rein und dann mache ich es jetzt gleich. Wunderbar. Okay, gut, bis gleich. Bis gleich. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. So, ich habe gerade beim LU angerufen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen umplanen. Wir hatten uns ja von dem Schmidt hier diese Presswickel-Kombi ausgeliehen. Die müssen wir dem noch zurückbringen. Das würde ich sagen, machen wir heute Abend oder heute Nachmittag oder so. Denn ich glaube, zu pressen ist nichts mehr, oder Theo? Nein, alles gepresst. Okay, gut. Jetzt haben wir allerdings noch die Silageballen. Würde ich sagen, schieben wir auch mal nach hinten, die jetzt auf der Wiese noch liegen. Stattdessen werden wir uns heute um die Ernte kümmern, denn es funktioniert jetzt endlich. Also das Lohnunternehmen scheint jetzt doch irgendwie noch einen Slot frei zu haben. Also, endlich erreicht. Ja, endlich erreicht. Das war ein langer Weg irgendwie, da überhaupt jemanden mal an die Strippe zu bekommen. Aber heute Morgen hat es funktioniert, deswegen würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit. Oliver, bei dir würde ich vorschlagen, du schnappst dir den Fendt
und den Ladewagen, auch von Fendt, und fährst zum Feld 10 und nimmst dort schon mal Mais mit. Jo, alles klar, mach mal. Ja? Den Mais fährst du von dem Häcksler ab. Also ich hoffe, ich komme gleich auch dazu. Ich hoffe, dass du es ganz gut hinbekommst, aber hat ja letztes Mal auch gut geklappt. Und fährst du dann hier vorne in unser Silo, dass wir ein bisschen was jetzt für den Winter haben und dann für die nächste Zeit. Und Theo, dich würde ich bitten, dass du dann am Anfang vielleicht noch die Silageballen mitnimmst und dann einfach mal schaust, wann der Mitarbeiter vom LU kommt. Der muss jetzt auch gleich auftauchen und dann da die Rüben zusammen mit dem Güldner mitnimmst. Kriegen wir hin, machen. Super. Vielleicht müssen wir ein bisschen schieben auf dem Feld. Aber ich meine, was anderes bleibt uns nicht. Oder nee, warte mal. Ich ruf den Schäfer an. Fahr mal mit meinem Auto da vorne, mit dem Dodge. Fahr mal zum Schäfer. Und ich ruf den Schäfer an und dann nehmen wir da einen Trecker von. Ich glaube, die sind ein bisschen stärker. Hoffe ich. Können wir auch machen. Ja? Ist kein Thema. Besser ist es. Gut. Soll ich mich sofort auf den Weg hin machen? Ja, mach dich schon mal auf den Weg. Ich meine, der würde ja nicht nein sagen. Aber ich wollte ja, ihm trotzdem vielleicht ist er gar nicht da und hat abgeschlossen. Ja gut, dann rufe ich dich nochmal an. Komm, wir verlieren keine Zeit. Ich muss mal kurz noch eine Überweisung machen am PC. Und dann mache ich mich auf den Weg. Ne? Bis nachher. Tschüssikowski. Bis nachher. Tschüss. Mensch, ein Riesenspektakel. In den letzten Tagen war es schon so ein bisschen ruhig. Ich hatte schon fast so ein bisschen mit dem Jahr abgeschlossen. Aber jetzt geht es nochmal richtig los. Weizenernte, da war es ein bisschen ruhiger. Und jetzt nochmal Mais. Rübenkartoffeln. So, überweisen wir einmal schnell das Geld. Das sind 4.500. So, und dann würde ich sagen, mache auch ich mich mit dem John Deere zusammen auf zum Lohnunternehmen, werde dort den Ladewagen mitnehmen und dann geht es los bei der Maisernte. Ich freue mich irgendwie drauf. Lang nicht gemacht. Moin, Mensch, Meier, Häckserschuhen sind teuer, Sie müssen es ja haben. Ja, einfach hier auf der rechten Seite oder? Digi! Okay, Geld ist überwiesen, ich bin sofort da. Vorne ist das. Aber hier ist noch kein Abfahrer. In dem Schuppen da vorne auch schön die Simson. Ja gut, im Moment brauchen wir vielleicht auch noch nicht, aber so langsam tut das vielleicht Not. Also der erste, das sieht nach so einem jämmerlichen Haufen aus. Aber das ist ja schon eine ganze Menge. So. Gucken wir mal, dass wir das hier gut reinfahren. Ach! Da ist der Abfahrer. Ja, mache ich das gerade noch schnell rein. Ah, das war, also da muss ich wirklich sagen, ich glaube, den Zaun nehme ich hier irgendwann mal weg oder werde den versetzen, weil das ist ja wirklich sehr, sehr unkomfortabel gemacht. So oft fährt man hier nicht rein mit einem Ladewagen. Aber wenn man es dann macht, dann fällt es einem immer wieder auf. Nicht so schön. So. Und das einmal schnell rein damit. Oh. Okay. So. Gut. Dann ist unser Wagen auch schon wieder leer. Das heißt, ich fahr schnell raus. Herr Schwede. Herr Schwede, da sind Sie. Sie haben heute die Ehre, hier kurz zu verdichten. Ja, schauen wir mal. Wird, glaube ich, nicht lange dauern. Das glaube ich auch. Passt das Ding da überhaupt rein? Oder kommt schon der nächste? Ja, ich muss wieder los. Ich denke schon.
Alles klar. Gut, nee, aber machen Sie auf jeden Fall mal und wenn es irgendwas gibt, ne, sagen Sie Bescheid. Ich fahr wieder los. Jawohl, alles klar, ciao. Heute gilt mehr denn je, Zeit ist Geld. Aber Oliver scheint eine andere Route gewählt zu haben. So, das war jetzt hier nochmal eine Ladung. Ich meine, unser Silo füllt sich hier langsam und hier warten auch schon alle auf mich, aber, also dass ich hier den Weg frei mache, ich werde jetzt einfach mal wieder abkürzen über das Feld. Ich meine, das ist jetzt abgeerntet und das spart einfach sehr viel Zeit, wenn ich hier rumfahre. Und die Häckslerstunden sind extrem teuer, nur, was mich etwas irritiert hat, ich sehe hier immer den Eder warten mit seiner Maschine. Und ich sehe hier nie den Theo. Ich weiß nicht, was da los ist. Müssen wir gleich mal gucken. Aber ich habe jetzt auch keine Zeit, hier irgendwie zu warten oder so. Sondern ich möchte das Projekt jetzt schnell hinter mich bringen, damit die Rechnung nicht noch höher ausfällt, als sie sowieso schon ausfällt. Und falls wir Überkapazitäten haben sollten, werde ich das dann natürlich hier an die örtliche BGA verkaufen. Und ich überlege auch immer noch, ob ich nicht selbst mal so eine Biogasanlage bauen soll. Also da mal investieren soll. Muss ich vermutlich einen Kredit aufnehmen. Muss ich mich dann mal drum kümmern, wer mir sowas geben würde. Aber cool wäre es schon und vor allen Dingen echt lukrativ. Also damit kann man schon sehr viel Geld verdienen. Ich will nur mal gerade gucken, wo es hier weitergeht. Ist aber so ein bisschen Suche hier. Ist er hier? Nee, hier wartet auch niemand. Gucken wir nochmal schnell. Hier. Da! Da ist er. Muss ich irgendwie eben übersehen haben. Vermutlich wegen des Baums hier. Der versperrt natürlich alles. So, dann werde ich wieder ein bisschen versetzt hier weiterfahren und den Mais mitnehmen. Aber ja, das wäre auf jeden Fall ein gutes Projekt. Voraussetzung wäre natürlich, dass wir dann erstmal Gewissheit haben, ob wir hier bleiben oder ob es eben woanders hingeht. So, einmal hier schnell wenden. Ja, aber es gibt viel zu tun. So, ich glaube, die letzte Tour, die ich jetzt nochmal unternommen habe, war umsonst, denn ich glaube, wir sind durch. Herr Jakobsen, wir sind fertig. Oh, ja, ja. Ja, für, ja. Sie, für Sie sind wir fertig. Ja, gut, Sie haben vermutlich noch viel zu tun, ne? Also vielen Dank fürs Häckseln, für das Verdichten und für die Rüben. Die Rechnung schicken Sie mir dann. Haben Sie schon ungefähr eine Vorstellung, wohin die Reise geht da? Alles zusammen oder nur Rüben oder nur Häcksel? Nee, alles zusammen. Boah, Pi mal Daumen, grob geschlagen, 20. 1000, ne, nicht Euro. Bitte nochmal. Ja, so grob, 20. 20.000 Euro? Ja, Herr Meier, Häckserstunden sind teuer, besonders wenn er steht. Ich stand Boah, lange. Jakobsen. Meine Können wir da nicht noch irgendwas ist machen? Leer. 20.000 Euro für die zwei Felder hier? Grob überschlagen mit Kartoffeln, Zuckerrüben, ne? Die sind da mit drin. Grob überschlagen, aber das macht das Büro. Boah, das ist ein Drittel Trecker, ne? Ja, gut, kleiner Trecker. Kommt drauf an, ne? Wenn ich da so einen John Deere Haufen sehe, dann verstehe ich das, ne? Herr Jakobsen, schönen Tag noch, ne?
Ich höre ja dann von ihm. Und morgen nicht vergessen mit den Kartoffeln, ne? Ja, ja. Ja, ja. Mal, der Eder kommt vorbei. Alles klar. Gut, dankeschön. Tschüss. Ach du liebe Zeit. 20.000 Euro wollen die dafür haben. Also ich meine, die Maisernte, die Weizenernte, die ich da in, oder Hafer war es genau, die ich da in Auftrag gegeben habe, das war schon teuer. Das war schon ein teures Vergnügen. Aber jetzt 20.000 Euro für, sagen wir mal, ja, so, wie viel waren, 2 Stunden waren wir jetzt ungefähr beschäftigt, würde ich sagen. Gut, waren natürlich auch einige Leute im Einsatz hier und der große Häcksler, klar. Aber das ist schon echt heftig. So, jetzt muss ich denen nochmal den Ladewagen zurückbringen. Das werde ich auch gleich noch am Vormittag machen, sodass sie dann da weitermachen können. Nicht, dass es dann heißt, den müssen wir auch noch berechnen. aber ich werde nochmal schnell abkürzen über das Feld. Wenn es abgeerntet ist, sollte das nicht mehr viel ausmachen. Und es ist halt einfach auch echt ein bisschen bequemer. Und dann schaue ich mal schnell. Boah, das sieht aus da hinten. Auf einmal so eine grüne Wand. Aber man hat einiges geschafft. Müssen mal schauen, ob wir irgendwie erkennen können, wie viel jetzt hier drin ist. Wie viel wir jetzt insgesamt hier runtergeholt haben. Von den Maisfeldern. Herr Schwede? Ja, Herr Meier. Haben Sie eine Schätzung, wie viel da jetzt drin ist? Also ich schätze mal um die 530.000 Liter, Herr Meier. 530.000 Liter, na, ja. Immerhin. Theo, hast du gehört? 530.000 haben wir vom Feld. Wie viel hast du an Kartoffeln? Das waren 6 mal 6 Fahrten von dem kleinen Gosa-Anhänger. Ja. 7 Fahrten, darum hat er auch so lange da gestanden am Feld, wie du bemerkt hast. Theo, bist ein bisschen, du wirkst nicht so ganz glücklich, sagen wir es mal so. Ja, also, wir sollten da schon mal gucken, dass wir da mal einen größeren Anhänger kriegen, ne? Ich habe mich gefragt, warum der da immer die ganze Zeit steht, aber du hast einfach nicht mehr reinbekommen in den Anhänger. Ich habe nicht mehr reingekommen, bei 15.000 Liter war voll. Boah, dann müssen wir echt mal investieren. Das kannst du ja hochrechnen. Mit 7 mal fahren, 8 mal, 7, 8 mal bin ich jetzt hochgejuckelt zum Töpfer. Ja, das ist eine Strecke, den kannst du ja ausrechnen. 10 Minuten, 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück, 5 Minuten abladen. 2 Minuten aufladen. Ja. Gut, also du hast dir jetzt einen Wolf gefahren, ich verstehe. Ja, aber okay, ich werde mal drüber nachdenken, aber ich meine, man kann nicht alles haben, ne? Haben wir jetzt einen Teleskoplader, eine Kartoffellegemaschine, wir haben ja jetzt einiges an neuem Equipment. Den Rest sparen wir uns mal für die nächste Zeit auf. Aber ich notiere das auf jeden Fall mal. Wir könnten eigentlich auch noch eine größere Maschine gebrauchen, also einen größeren Schlepper, ne? Aber gut, Oliver, bei dir war aber alles okay soweit, ne? Alles einwandfrei. Problemlos. Hervorragend. Gut. Ich habe auch das Gefühl, wir hätten durchaus noch einen weiteren Abfahrer gebrauchen können, weil der Häcksler stand schon extrem lang, ne? Ja, wobei ich ja nicht weiß, was du so lange gebraucht hast. Also ich habe dich ja mehrfach gesehen. Also irgendwie... Ja, ich bin am Anfang, bin ich immer hier vorne rumgefahren, weil ich mir dachte, das ist schneller, aber ich glaube, du warst ein bisschen flotter als ich unterwegs. Ja, aber gut, Übung macht den Meister. War der Zaun hier vorne, der war ständig im Weg. Jedes Mal beim Einschlagen bist du wieder an den Zaun rangekommen. Ja, ja, das habe ich auch. Also wir haben noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Aber gut, wir lassen die mal ein bisschen weiter schaufeln und hier reinfahren. Ich würde sagen, ich bringe jetzt nochmal schnell den Ladewagen zum Lohnunternehmen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, so eine Biogasanlage selbst zu bauen. Also ich hätte da schon echt Bock. Ich müsste mal ein Grundstück finden, müsste ein Financier dafür finden und so. Aber Lust hätte ich schon. Also das kann sich auf lange Sicht auf jeden Fall, rentieren. Ja. Also ich habe es bei verschiedenen Einsätzen ja gehabt, dass die auch Biogasanlagen hatten und, das ist halt so eine Sache, das muss man ein paar Jahre machen, ne? Aber ich glaube, ja, ich werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen. Das ist so ein bisschen die Lehre, die ich hier aus dem Tag gezogen habe. Aber ich habe auch gelernt, das Lohnunternehmen ist verdammt teuer. Rat mal, was habe ich dafür bezahlt oder was werde ich ungefähr dafür bezahlen? Also ich denke mal auf jeden Fall eine 5-stellige Summe. Ich schätze mal so, ich weiß nicht, wie oft Theo gefahren ist, wie lange der Lader da gestanden hat. Also ich habe die Erntemaschine da sehr häufig ohne Theo stehen. Ich auch. Aber hat er eben erzählt oder erklärt. Also ich schätze mal bestimmt so 12, 13, 1000? 20, wurden mir gesagt. 20.000 Euro. RIP. So, ich fahre wieder los, ne? Tschüssikowski.
Das soll soweit aber auch wieder von der Pharmatown-Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mir hat es mega Spaß gemacht, mal auf dem Maisfeld unterwegs gewesen zu sein. Morgen geht es dann weiter mit den Kartoffeln und vielen weiteren Dingen, die noch abzuschließen sind und unserer Silage. Also es ist noch eine Menge zu tun, aber das werden wir dann in den nächsten Folgen sehen. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.